Was? Was zum Fick? Na, Lexi, Bexi. Hey, ihr das harte Leben mit Leichtigkeit nehmenden Realitätsverweigerer. Ich war die letzten Tage mal wieder in meiner Rumpelkammer unterwegs, um zu gucken, was für einen unnötigen Scheiß mir Hersteller wieder geschickt haben. Neben ganz viel Mist, potenziellen Brandbomben, aber auch coolen geheimen Tipps lagen noch drei unscheinbare Kartons mit der Aufschrift Gram in der Ecke herum. Ich war tagelang irritiert, weil mein Drogenlieferant für einen Gramm sonst nicht so merkwürdige Verpackung schickt. Und als ich dann mal Nachschub brauchte, machte ich auf und... Oh... Notebook. Um Kohle für einen neuen Stoff zu bekommen, schaute ich direkt im Internet nach, was ich wohl bei eBay für das Teil bekommen würde. Aber ich fand einfach nichts zu dem Ding, weil es viel zu neu ist. Doch dann stieß ich auf einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde und dachte mir, was? So leicht ist ein Gramm? Because steel is heavier than feathers. Bruh. Ja, wirklich. Die 9 Gramm bzw. 1 der 9 Gramm steht als das leichteste 16-Zoll Notebook ever im Guinness-Buch der Rekorde. Ja, also warum nicht angucken, oder? Vielleicht finden wir im Laufe des Videos noch etwas anderes Geiles, außer leicht? Schick. Was? USB Sin. Tja, das war's. Ja. Same. Okay. Wieso? Wieso sind die einen schwarz und die anderen Schwarze Notebooks sind für Businesskunden und die silbernen für normale Konsumenten. Warum? Wird bestimmt irgendeinen Grund gehabt haben. Okay, legen unseren Fokus auf das 16 Zoll in Silber und das 17 Zoll in Schwarz. Oh, oh, oh. Kommst du halt weg? Tschüss. Aber ja, ihr fragt euch jetzt zu Recht, aber Alex, was ist denn überhaupt die Gram-Reihe? Nun, das war und ist die Idee von LG, viel Notebook in wenig Notebook zu stecken. Deswegen waren und sind größere Bildschirme deren Hauptaspekt und ballern mit 16 bzw. 17 Zoll nun so richtig raus. Aha. Aha. Das, was ihr übrigens in der Spiegelung sehen könnt, das ist mein Lego Art Projekt. Lego als Marke an sich finde ich jetzt eher ein bisschen... Aber dazu mache ich euch ein schönes Instagram Reel oder TikTok. Ich hab noch den Vorgänger. Und ich bereue nichts. Ah, und er war noch anders. Mit Netzteilanschluss. Ich meine, was kann in einem leichtesten Notebook der Welt so drinstecken? Ich meine, wenn etwas so leicht ist, dann muss es doch aus Plastik sein. Nein, ist tatsächlich ein Metallkorpus. Es schmeckt dennoch gefährlich dicht an der Grenze zu... Ach du Scheiße, ich glaube, das geht gleich kaputt. Obwohl es mehr ab kann, als man vermutet. Oh. Knackt nix. Irre. Da knackt und quietscht nix. Wie machen die denn das verfickt nochmal? Oh, das Case gibt beim Benutzen aber schon merklich in der Mitte nach. Aber hab keine Angst, so ist das Ding halt gebaut. Oh, oh, warte. Und jetzt die Königsdisziplin. Mit einer Hand aufmachen. Verkackt. Kann der das? Der kann's. Kann der das? Wieso können das die Schwarzen, aber die Silbernen nicht? Da haben wir's. Das unterscheidet also Business vom Konsumentenmodell. Naja, also was finden wir unter der dünnen Haube? Ein Intel i5 bzw. i7 der 11. Generation mit Iris X-Grafik. Bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, bis zu 512 GB M2 SSD. Gepowert von einem 80 Wattstunden Akku und bis zu 17 Zoll große IPS-Displays in 16:10 Format bei 90% Screen-to-Body-Verhältnis. Mit WQXGA-Auflösung und P3-Farbraum. Warum ist dieses scheiß P3 eigentlich immer so wichtig? Na, ganz einfach gesagt, den alten Standard sRGB gibt es seit Röhrenmonitoren und kann nur ein bestimmtes Farbspektrum darstellen. P3 entspricht eher dem, was die Zielgruppe mit solchen Geräten in der heutigen Zeit anstellt. Digitalen Foto- und vor allem Videocontent konsumieren und kreieren, weil P3 26% mehr, also den Großteil aller natürlichen Oberflächenfarben, abbilden kann. Mhm. Okay. Schon mal 1,1 Kilo mit zwei Fingern gehalten? Ja, es geht. Und was gibt's noch so? Sonst gibt's noch einen popeligen Lautsprecher, eine popelige Kamera, HDMI und Klinkenanschluss, MicroSD-Kartenleser, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 und USB bzw. Thunderbolt 4. Wow, im Jahre 2021 so dünn und trotzdem alles drin, außer ein LAN-Anschluss. Wisst ihr, neben USB bzw. Thunderbolt 4 ist das Spannende an dieser Kiste Wi-Fi 6. Ist das denn... Wi-Fi heißt auf Deutsch ja eigentlich WLAN. Heißt es denn auch WLAN 6? Zumindest, warte, hier, ich zeig dir mal. Schau mal, bei mir daheim habe ich nämlich den Amplify Alien von Ubiquiti, weil der Netgear Orbio war mir zu teuer. LOL. Was man alles für geilen Scheiß mitmachen kann. Guck mal hier, oh,
Oh, zumindest sitzt das Ding voll auf Wi-Fi 6. Hier versuche ich zum Beispiel gerade eine RED-File auf das andere Gram zu transportieren über das Wi-Fi 6-Signal. Knapp 4 GB, by the way. Wie ich das jetzt gelernt habe oder verstanden habe, bei einem Gigabit-WLAN-Netzwerk, zwei Klienten, die teilen sich dann diesen Half-Duplex. Das sind dann irgendwie 200, 250 Megabit pro Sekunde, was umgerechnet eben diese 30 bis 50 Megabyte pro Sekunde ergeben sollten. Also, that's nerdy. Aber ihr seht, Wi-Fi 6 bedeutet nicht automatisch Zoom, bedeutet eher, funktioniert. Von Latenz und Stabilität, vor allem wegen den immer mehr werdenden Internet of Things bei euch zu Hause oder überall auf der Welt. Ja, das heißt also, man kann sich noch mehr von diesen hässlichen Alexa-Geräten irgendwo hinstellen. Bäh. Aber warum haben Notebooks eigentlich immer noch diese hässlichen Sticker vorne drauf? Und warum sind das jetzt solche Intel Evo-Sticker? Was zum Fick ist überhaupt Intel Evo? Intel Evo, powered by Core. Intel sagt, dass alle Geräte, die diesen Sticker haben, mit guter Performance, schlanker Bauweise, leichter Bedienbarkeit und langer Laufzeit punkten können. Ja, ich weiß nicht, ob Intel wirklich der richtige Laden für ein Qualitätssiegel ist. Zumindest müssen alle Geräte mit diesem absolut fälschungssicheren Sticker Dinge wie Thunderbolt 4 haben. Oder auch Wi-Fi 6. Oder dürfen nicht dicker als 15 mm sein. Oder müssen innerhalb von 30 Minuten wieder zur Hälfte geladen sein. Verpflichtende Vorgaben, die ja eigentlich gut sind. Denn momentan kann eigentlich jeder machen, wie er will. Und das machen die meisten auch. Oh Gott, ja, also damit meine ich Folgendes. Wenn euch in der Vergangenheit auch immer der Kopf aufgrund solch dummer Bezeichnungen geraucht hat, nur weil ein Buchstabe anders sein musste und schon war es ein völlig anderer Computer, dann braucht ihr in Zukunft nur nach diesem hässlichen Sticker suchen und ihr habt ein Mindestmaß an zukunftssicheren Features drin. Also, hoffentlich. Enttäuscht uns nicht, liebe Hersteller. Aber ja, das wird auch ziemlich sicher was mit dem Preis machen, wenn immer das Geilste drin sein muss. Wobei, es könnte auch dabei helfen, das Ganze auf Dauer billiger werden zu lassen, wenn das Geilste irgendwann Standard wird. Das wird noch interessant, sage ich euch. Aber ja, was kann man denn jetzt mit so einem Ding machen? Ich meine, es ist am Ende immer noch ein Notebook. Es lässt sich nicht drehen, quetschen, rollen oder sonst was anderes damit machen. Am Ende ist es halt immer das Gleiche. Bisschen surfen, bisschen arbeiten, bisschen kreativ sein, bisschen zocken. Damit hätten wir etwa 95% aller Notebooks für unter 1000 Euro auf dieser Welt zusammengefasst. Blöd nur, dass diese Dinge hier ab 1500 Euro erstmal losgehen. Also muss da doch noch irgendwas drin sein, oder? Ich mach's kurz, aber so greifbar wie möglich. Valheim läuft in Full HD auch mit minimalsten Einstellungen etwas zäh. Weiter runter mit der Auflösung wäre aber so ein Bildschirm eh Käse. Auch World of Warcraft macht nur mittleren Details Spaß und ich glaube, über all die anderen Spiele, die noch ein bisschen mehr bräuchten, um geil zu laufen, brauchen wir uns gar nicht weiter unterhalten. Naja, da kann jede gebrauchte Konsole für wenig Geld mehr. Office Gedöns, Netflix, Surfen, läuft alles soweit fein. Videoschnitt hingegen mit meinem MXF UHD 25p Testmaterial von meiner FX6 ging schon bei einer draufgelegten Farbkorrektur in die Knie bei halber Videoqualität. Oder Audioproduktion, also die 141. Folge unseres Randomtainment Podcasts an dem Ding produzieren ging auch soweit gut. Achso, und apropos Office, die neue Tastatur hat etwas mehr Weg, ist schön knackig und längere Texte lassen sich wirklich gut damit tippen. Wobei die Knackheit für manche vielleicht auch schon wieder zu viel sein könnte, ist zum Beispiel genau das Gegenteil von Apple-Tastaturen. Warte mal, ich habe da noch so ein Wing. Bringt das was, wenn man jetzt zusammenführt? Ich meine, ist ja beides LG, weil Ökosystem und so macht ja sonst irgendwie auch jeder. Also irgendwie ist das nix. Die App Virtu, die man dafür bräuchte, gibt es für das Wing zum Beispiel nicht mal offiziell im Store. Muss man über eine APK über Umwege herunterladen. Und selbst wenn es dann gekoppelt wurde, dann ist das so, okay, warum nehme ich nicht einfach die Windows-eigene Lösung? Das LG-eigene Ding bringt jetzt irgendwie keinen wirklichen Mehrwert. Oh, und da die Grams trotz ihrer Schlankheit einen 80 Wattstunden Akku verbaut haben, beträgt die Laufzeit zwar keine im Intel Evos Sticker-Labor gemessenen 9 Stunden, aber für etwa 6 Stunden habt ihr definitiv Spaß auf Facebook. Bei Dingen, die mehr fordern, sei es auch Photoshop oder halt leichtes Zocken, war bei mir spätestens nach 3 Stunden Schluss. Zumindest ist mit dem Schnellladen ist Quatsch. Mit dem mitgelieferten 65 Watt Netzteil braucht ihr auf jeden Fall ein Stündchen, bis genug drin ist. Beziehungsweise natürlich noch länger, bis das Ding voll wird. Aber auch mit der Hälfte habt ihr wieder genug Zeit, um die nächste unnötige, lästige, nervige Zoom-Konferenz zu überleben. Leider. Und was lernen wir daraus? Nun, LG zeigt, dass Notebooks mit viel Display, groß, mit haufenweisen Anschlüssen, vielseitig und mit geringem Gewicht schlank sein können. Die Grams sind halt die simple Idee, riesige Panels unterwegs dabei haben zu können, ohne am Gewicht sterben zu müssen. Doch die Umsetzung scheint schwieriger, als man vermuten mag. Und obwohl das hier theoretisch die Notebooks für jeder Mann und jeder Frau da draußen sein könnten, aufgrund all dem, was es im Verhältnis jeweils bietet, wird der Preis definitiv nicht jedem schmecken. Wie bei den Grams bisher üblich, wird sich der Preis irgendwo zwischen 1500 und 2000 Euro einpendeln. Nicht wegen der Performance, vielleicht wegen dem Display, aber eher wegen
der Convenience und der sogenannten Zukunftssicherheit. Oh, naja, dann müssen wir wohl auch alle Etsy-Shops aufmachen und Badewasser verkaufen oder selbst gehäkelte Ear-Cushions für die AirPods Max.